Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem Pikachu-haften Abenteuer von Pokémon Gelb. Und wir werden alle Stockwerke absuchen müssen nach diesen ekelhaften Rockets mit den Peitschen. Weil ich habe langsam das Gefühl, wir sind wirklich in einem Sadomaso-Club hier gelandet. Und dazu kämpfen wir auch gegen diesen passenden Forscher hier. Genug von deinen dummen Spielchen. Wer macht denn hier die dummen Spielchen, lieber Forscher, mit deinem tollen Euter da unten? Bitte. Ich glaube, du machst mehr dumme Spielchen als ich. So, Slam. Voll die coole Animation. Okay, Ultraschall, das sieht wesentlich besser aus. Zieht 20 KP ab. Und zack, Volltreffer. Unnötig. Wie sonst was. Noch ein Smogon. Smogon erlernt relativ spät Finale, habe ich gesehen. Von daher brauchen wir uns da eigentlich keine Sorgen machen, dass ein Rocket jemals Finale mit einem Smogon einsetzt. Eher mit einem Elektroball, beziehungsweise mit einem Voltoball. Und Glücksspiel! Yay, ich habe wieder was gewonnen. Die Tür geht wieder auf. Oh, was ist mit dir so? Hilfe, ich habe Angst. Okay, schön. Toll für dich. Brauche ich hier noch einen Türöffner? Nein, hier gibt es einen Rocket. Bestimmt einen Rocket-Bruder. Oh, es ist mal nett, dass du vorbeischaust. Vielleicht wolltest du ja nach Timbuktu fahren oder nach Kanto. Ach, du bist ja schon in Niemandsland. Richtig, wir sind ja schon in Kanto, am Arsch der Welt förmlich. Nein, Spaß beiseite. Kanto ist natürlich ganz toll. Aber, ja, es gibt halt nur eine Region in der ersten Generation und es ist nun mal eben Kanto. So ist es. Team Rocket besiegt. Ging ja relativ schnell. Ich bin geschockt. Ja, von dem Donner wahrscheinlich. Passt doch. So, dann gibt es erstmal Items. Carbon gibt es einmal. Dann ein Sonderbonbon. Und keine weiteren Items mehr tragen. Nee, Team 26. Müsste Donner sein, oder? Ja, Donnerblitz. Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher. Nein, Erdbeben. Ah. Prolo, wo bist du? Prolo kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Prolo muss unbedingt Erdbeben erlernen. Weil, schaut euch die Attacken an. Karateschlag, Fußkick, Silberblick, Energiefokus. Also, das sind Kotzattacken. Ich verlerne mal Silberblick. So. Prolo kann jetzt Erdbeben. Das wollte ich nämlich schon die letzte Folge finden, aber ich habe es leider Gottes nicht gefunden. So, Carbon. Dickdreh schnell genug. Ach, Prolos Initiation kann ein bisschen steigen. Vor allen Dingen, Prolo ist ja eh sehr, sehr langsam. Er lernt, glaube ich, noch Grimasse irgendwann. Oder hat es schon Grimasse erlernt? Ich weiß nicht. So, wir sind im 10. Stock. Sieht man auch ganz gut am Boden. Und hier müsste irgendwo noch ein Rocket sein. Ich glaube, es ist sogar ein Rocket-Bruder. Stopp! Hast du einen Termin beim Boss? Nein, aber hier gibt es auch keine Tür, du Idiot! Das hat mich immer so aufgeregt, im 10. Stock, dass es keine Tür gibt. Und warum zum Teufel hat der jetzt 5 Pokémon? Okay, wir kämpfen halt dann mit Pikachu. So, jetzt sehen wir einige Mal Donnerblitz. Falls ihr jetzt Epilepsie oder sowas habt, guckt einfach nicht hin, wenn ich Donnerblitz einsetze. Guckt einfach weg. Könnte jetzt wieder gefährlich werden für euch. Ein schockierendes Ergebnis, würde ich mal sagen, gleich am Ende des Kampfes. Also, der Pokémon wird eben stärker. Jetzt kommen schon Zubats. Das knirscht mich bestimmt zu Tode. Ach, es gibt ja gar keinen Knirscher. Ach, verdammt. Und Unlicht ist der Typ ja auch noch nicht mal bei Biss. Eieiei. So viel hat sich in der zweiten Generation geändert. Aber merkt man mal, was sich alles in der zweiten Generation geändert hat. Vor allen Dingen die Entwickler-Fuzzis haben ja... Also ich nenne sie jetzt mal liebevoll Entwickler-Fuzzis. Die Entwickler-Fuzzis von Pokémon haben ja immer gesagt, dass die zweite Generation so das Maximum aller Dinge ist damals. Ist ja schon lustig, was dabei rausgekommen ist im Nachhinein. Ja. Und Pikachu erreicht Level 44 ganz nebenher. Und Team Rocket wurde auch mal besiegt. Okay, du darfst durch. Danke, ich komme zu einer Wand durch. Du Idiot, hier ist keine Tür. Zum 5. Mal. Ich finde diese logischen Texte immer sehr sinnvoll. So, jetzt können wir mal den Lift benutzen. Ich muss in den 2. Stock.
So, die coole Lift-Animation, wo wir uns nicht bewegen. Ich vergöttere sie immer noch. So, wie war das denn noch? Also, ich glaube, einmal hier. Jetzt sind wir im 8. Stock, okay. Dann können wir uns mal heilen. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Wir tauschen jetzt Pikachu mit Prolo. Ne, mit Tauboss. Mit Tauboss. Tauboss ist ein Level 42. Und Tauboss werde ich auch gleich bis Level 45 trainieren. Haben die wenigstens alle ein schön einheitliches Level am Ende. Komme ich eigentlich mit dem Warp da auch raus? Okay, das ist komisch. Normalerweise führt doch der... Oder der Warp? Ah! Oh, und ich krieg Lapras. Oh, hi, 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 Gary! Was hat dich aufgehalten, Pokémon Tutorial TV? Ich musste den Sadomaso Club besiegen. Schon vergessen, Gary? Tick-Tack, Tick-Tack. Haha, ich wusste, du stehst auf die insgeheim. Nein, und du stehst auf die wahrscheinlich. Und auf Giovanni mit obendrauf noch, weißt du? Ich wusste, du würdest hier vorbeigekommen. Richtig, deswegen hast du auch die ganze Zeit hier in Fail rumgestanden. Ich schätze, Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Mhm. Ja, ich war mich gerade heilen, aber okay. Ich habe dich in Safgronia City gesehen. Und ich habe dich aber nicht gesehen. Und gefragt, ob seitdem du besser geworden bist. Wahrscheinlich hast du durch die Wand geguckt, als ich dich in der letzten Folge gesehen habe. Naja. Und hier ist er. Gary. Er setzt einen Sondermein. Tada, Level 38. Ach du Scheiße. So, wir verpissen uns mal. Und er greift mit dem mächtigen Giftstachel an. Volltreffer. Giftstachel. Okay, der vergiftet doch eh nicht. So, nochmal hoch, bitte. Ach, jetzt greift er mit Schlitze an. Ist natürlich ganz klug. Komm, nochmal Volltreffer. Ach. Komm, jetzt Flügelschlag und zack. Weg ist es. Tschüss. War wohl nichts, liebes Sonderdame. Nächstes Pokémon ist... Okay, Magneton. Kann aber noch kein Donner. Ja, Donnerschock setzt es ein. Oh nein, das ist nicht sehr effektiv. Nein! Nein! Stopp! Halt! Halt! Was? Wieso Volltreffer? Windstoß! Greif es an! Vernichte es! Nein! 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 Stopp! Das kann nicht sein! Nein, mein Taubus ist weg! Oh nö! Boah, das will ich dir heimzahlen, du idiotisches Ding! Tschüss, Volltreffer, weg! Meine Güte, ey! Voluna? Hübsches Pokémon, aber bringt ihm nichts. Ich verbrüdel mich einfach. Tschüss! Wie lustig. Und tschüssi, weg ist es. Auf Nimmerwiedersehen. Ninetales nennt man es auch im Englischen, glaube ich. Zumindest wegen den neun Schwänzen. Unser Guerriella. Mit dem Löffel. Guerriella. Ich nenne es jetzt immer Guerriella. Meine Güte. Und, ach nee, warum hat denn der Aquana? Obwohl, das ist ganz gut. Die Attacke schlug fehl. Bäm! Donner! Aber, wow, hat das eine Spezialwert. Ich wollte schon Spezialverteilungswert sagen, aber natürlich ist es Spezialwert. Was? Aurora Strahl zieht mir die Hälfte der KP ab. Hm. Mensch, wie mächtig dieses Aquana. Nun mir mal Gedanken, mal mein Pokémon ein bisschen besser zu trainieren. So. Meine Güte, jetzt habe ich Gary endlich mal besiegt. Mann! Und was mache ich, wenn ich jetzt eine Frau wäre? Du bist so gut, dass du gegen den Rocket Boss antreten kannst. Man nennt ihn Giovanni. Und woher weißt du, dass Rocket Boss überhaupt hier ist? Also, Pokémon Tutorial TV, ich ziehe dann mal weiter. Wenn ich den Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon Liga gehen. Dann werde ich die Top 4 ausstechen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Trololo, Trololo, Trololo.
Hahaha, witzig. Trainier schön weiter. Könnte ich eigentlich zu dir sagen. Bye, bye. Und ja, er ist in den Teleporter reingegangen und nicht verschwunden. Oh, du bist kein Rocket. Kommst du uns zu retten? Klasse, vielen Dank. Nimm dieses Pokémon als Dankeschön. Ta-da-da-da, Lapras. Bitte. Ich habe schon wieder ein Geschenk bekommen. Obwohl ich ihm eigentlich gar nicht geholfen habe. Du stehst hier eh das ganze Abenteuer noch lang rum. Mein besten Willen, du bewegst dich nur nicht mal einen Millimeter. Ja, wir wissen, dass es Surfer erlernen kann. So. Bleib sofort stehen, Kleiner. Wir treffen auf Jesse und James. Unser Maus ist gerade sehr beschäftigt. Du solltest ihn besser nicht stören. Oh-oh. Pikachu guckt die Wand an. Wir kämpfen gegen Jesse und James. Und die fangen mit einem Smogmog an, das Level 31 ist. Ich meine, das ist eine Levelsteigerung von minus 7 Leveln. Nicht schlecht. Dafür kannst du schon mal Schlammbad. Gar nicht so schlecht. Okay, Schaufler macht mal gleich einen Volltreffer. Abok will beißen. Beißt aber ins Weiße. Und ja, Abok ist auch weg. Wir haben immer noch Mauzi. Und die werden auch immer noch Mauzi haben. Nein, das ist das letzte Mal, wo ich auf die treffe, oder? Nein! Nein! Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Mal wieder. Game over. So. Mal gucken, Taubos ist besiegt. Diktri ist vorne. Diktri wieder mal nicht vorne lassen. Wir machen Marshok mal nach vorne. Mit dem neuen Erdbeben-Move. Und ja, wir brauchen den Türöffner hier. Ich weiß gar nicht, ob man den in Blattgrün hier noch braucht. Ich glaube nämlich nicht. Ah, Pokémon-Tutorial TV. So trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich ein für allemal aus den geschafften Erwachsene heraus. Ich bin erwachsen, verdammt nochmal. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Heißt das jetzt, ich muss permanent Schmerzen leiden, weil ich erwachsen bin? Tiefgründig nachgedacht. Ja, anscheinend heißt es das. Nein! Au! Dieser schwarze Bildschirm tut schon verdammt weh. Giovanni möchte kämpfen. Er fängt mit dem Midorino an. Und ich habe Bruno zum Glück Erdbeben beigebracht. Haha! Wunderbar und... Yay! Das ist die perfekte Attacke für Brolo. Und tschüss, Nidorino. Weg. Weg. Er hat keine Chance. Das ist wunderbar. Ja, das ist auch gut. Machen wir mal Karateschlag. Oh, Verteidigung senken von Brolo ist nicht gut. Ohnehin hat es sehr wenig Verteidigung. Ach, Karateschlag ist ja noch nicht mal Typ Kampf in der ersten Generation. Mega-Block. Na dann, block mal. Ihr habt gesehen, Megablock hat einfach nur gesagt, gibt Megablock. Schön. Was macht Megablock nochmal? Hat man nicht so mitbekommen. Naja, jedenfalls setzen wir Erdbeben gegen Rihorn rein. Das dürfte auch sehr effektiv sein. Und tschüss. Ich mache alle fertig. Auch dich, Nidoqueen. Level 41. Nicht schlechtes Level, aber es reicht nicht. Dot, 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 dot. Und tschüss. Wow, 2556 Erfahrungspunkte. Und das reicht definitiv für Level 44. Ha! Wie genial! Auf Level 44 versucht es Geowurf zu erlernen. Welche Attacke soll vergessen werden? Ich hasse das, wenn die erste Attacke saugut ist und man nochmal A versehentlich drückt. Man kann es nicht mehr rückgängig machen. Ja, ich verlerne ja, Energiefokus. Für eine hohe Feldtrefferquote bei Karateschlag. Brauche ich nicht. So, Energiefokus vergessen und Geowurf erlernt. Geowurf ist gar nicht so schlecht bei manchen Pokémon. Ach, schon wieder verloren. Halte ich aus Geschäften von Erwachsenen raus, könnte ich jetzt zu dir sagen. Verdammter Mist!
Okay, das hätte man auch in der zweiten Generation nicht mehr eingebaut. Du hast unsere Übernahme der Sivsko vereitelt. Aber Team Rocket wird niemals aufgeben. Oh doch, in der zweiten Generation. Aber das weißt du noch nicht, weil du ja in der ersten Generation bist. Pokémon Tutorial TV, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Und des Team Aqua, und des Team Magma, und des Team Galactic. Okay. Ach, das kannst du alles gar nicht noch wissen. Verzeih mir. Verzeih mir. Ich bin dir zu viel voraus. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Ja, dann lass mal die Zeit kommen. Hallo. Bist du aber ein hübscher Präsident? Präsident. Ich danke dir für deine Rettung der Sisko. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größter Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich. Gib mir 1 Million Poké-Dollar, verdammt. Aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Erhält einen Meisterball. Da-da-da. Wunderbar. Ich bräuchte ein Fluchtseil, glaube ich. So. Wunderbärchen, wir sind am Pokécenter angelangt. Ganz, ganz schnell. Und ja, das war's hier für diesen Part hier. Wenn euch dieser Part gefallen hat, Daumen nach oben. Daumen nach oben, meine Güte. Favorisieren oder einen Kommentar hinterlassen. Würde mich alles freuen, wenn ihr irgendwelche Kritik habt, äußert diese hier in diesem Kommentarbereich. Ich mache lieber Schluss, weil ansonsten kriege ich kein Wort mehr raus. Also ich sage, bis denn, Servus und Tschüss.